Wir vertiefen das Thema bei uns im Studio. Wolfgang Nowack, ehemaliger Planungschef im Kanzleramt. Guten Morgen, guten Morgen. Herr Nowack. Herr Nowack, wenn Sie jetzt diesen Zitteranfall, den dritten innerhalb von gut 3 Wochen sehen, was denken Sie da? Sorge? Sorge, also ganz persönlich Sorge, dass es der Kanzlerin offensichtlich nicht so gut geht, wie es ihr gut gehen sollte. Aber die andere Sorge ist eher eine politische Sorge. Sie strahlt mit dem Zittern natürlich, verursacht die Unsicherheit bei den Leuten. Und wir leben in einer schwierigen Welt. Denken Sie an Trump, denken Sie an die Flüchtlingskrise. Da erwartet man sich wenigstens einen Kanzler, der stark ist. Und jetzt zeigt der Kanzler Schwäche. Und das verunsichert die Leute, zumal auch nicht klar ist, wer ihr nachfolgen könnte. Nun ist ja diese ganze Diskussion, wir haben es gerade auch im Beitrag gehört, diese Gesundheitsbulletins, eigentlich eine unsinnige, weil genau das würde dort mit Sicherheit nicht drinstehen und auch die Öffentlichkeit sollte es nicht erfahren, dass eben das Zeichen der Schwäche bei wem auch immer, dem französischen Präsidenten, der deutschen Bundeskanzler, dem amerikanischen Präsidenten ein Thema ist, oder? Ja, sicher, das ist, schwächt natürlich ihre internationale Position auch. Und Sie denken in Amerika, weil da wurde gerade gesagt, das ist alles bekannt, was der Präsident macht. Da hat sich der Präsident Bush in dem Schoß seines japanischen Kollegen übergeben, erbrochen. Ich meine, das ist eine Situation, die ist verheimlicht worden, aber die ist da, Mitterrand war eigentlich nur noch ein Wrack am Ende. Man sollte das sicherlich nicht in die Öffentlichkeit tragen. Die Kanzlerin ist in guten Händen und man kann nur, meine Sorge ist, dass sie eine politische Verunsicherung schafft. Und das halte ich für das Kernproblem jetzt. Ihr persönliches Problem, aber ihr politisches Problem. Und da sie Politikerin ist, muss sie das Letztere vermeiden. Jetzt sind wir heute aber ja auch ein bisschen in anderen Zeiten. Politiker stehen nonstop unter Beobachtung. Denken wir an Hillary Clinton im US-Wahlkampf, von einem Handy gefilmt. Man kann sich da nie sicher sein. Das ist anders als zu Zeiten Mitterrands. Muss man sich da anders verhalten? Ist der Druck auf Politiker in diesen Zeiten ein ganz anderer? Es ist ein ganz anderer Druck, weil sie natürlich wissen, jeder hat ein Handy in der Hand und filmt und versucht natürlich einen Augenblick zu erreichen, der möglichst spektakulär ist. Also steht man unter einem doppelten Stress. Dem Stress der Aufgabe, die man erfüllen muss, der Verhandlungen, die man führt und dem Stress, werde ich jetzt gefilmt, wenn ich eine Treppe runtergehe? Oder werde ich gefilmt, wenn ich mich jetzt so kratze am Kopf oder irgendetwas? Oder mache das zweimal hintereinander? Das ist dieses permanente Online sein müssen oder online geschaltet werden. Das ist das große Problem. Was meinen Sie heute Mittag, wie viele Leute da hoffen, dass erst die Kanzlerin zittert? Ja? Herr Nowack, wir haben ja einen Adli gerade als Stressforscher gehört im Beitrag, der sagt, das ist ein psychologisches Problem. Und damit haben Sie es so ein bisschen auch angesprochen, dieser Druck, der mentale Druck, der natürlich entsteht, jetzt gucken alle und werden das genau sehen wollen. Kann man das noch irgendwie kompensieren? Also ich weiß es, ich war Staatssekretär, wenn ich Interviews gegeben habe, dass man sich vorher versucht zu sammeln, ruhig zu sein. Das kann eine Kanzlerin. Es kann sein, dass kurz bevor sie reinkommt, jemand rein mit einem Zettel sagt, das müssen Sie noch lesen. Oder der hat gerade das gesagt. Es gibt wenige Augenblicke, wo man ganz allein sein kann. Selbst wenn die Kanzlerin einkaufen geht, hat sie, wie ich gelesen habe, 2 Leibwächter hinter sich, die aufpassen, dass sie niemand angreift. Dieses nicht allein sein können, dieses auch nicht mal sagen können, Leute, ich habe die Nase voll heute, weil ich kann jetzt meinetwegen die Kramp-Karrenbauer nicht mehr sehen oder irgendwas. Ja? Das können sie einfach nicht, dürfen sie nicht sagen. Und dieser Druck ist eine doppelte Belastung und natürlich, sie weiß auch, ich sag's nochmal, die Botschaft, die sie verbreitet, ist keine gute Botschaft. Absolut, der Druck wird jetzt also noch höher und nach dem zweiten Zitteranfall hieß es schon, okay, wenn das jetzt aber nochmal vorkommt, dann müssen sie aber erklären, dann muss Angela Merkel vor die Presse treten und sagen, was genau steckt dahinter. Jetzt war es der dritte, es ist noch nichts näher bekannt, sollte es wieder so kommen? Es müsste erklärt werden, wir haben Herrn Adli gesehen, es gibt natürlich heute auch in der Bild-Zeitung, in allen möglichen Zeitungen gibt es Ärzte, die spekulieren, das geht von Alzheimer bis psychosomatische Störungen hin. Man müsste eine Erklärung abgeben und die Kanzlerin müsste sich selbst einmal für 2 Wochen aus dem Verkehr ziehen und Urlaub machen, wie alle in diesen Monaten. Das wird schwierig werden. Ja. Herzlichen Dank, Herr Nowack, für Ihre Einschätzung. Dankeschön.